Ich glaube, dass alle Kunst von Relevanz, und dazu gehört auch der Jazz, in einem innigen Kommunikationsverhältnis zu dem existieren muss, was uns umgibt, in der Architektur, in den sozialen Netzwerken, in den Formen, in denen sich Großstädte organisieren, in der Art der Effektivität der Verhältnisse unter den Menschen, in der Art zu fühlen, wahrzunehmen, kulturell zu existieren. Das ist eine diffuse Größe. Das ist etwas wie der Geist einer Zeit, der aus ganz vielen Quellen gespeist wird. Und die Musik ist eine Form, eine Verbindung herzustellen, Kommunikation herzustellen mit dem, was diesen Geist ausmacht. Deshalb ist der Jazz zum jetzigen Zeitpunkt auch manchmal vielleicht ein bisschen kühler, ein bisschen effizienter, ein bisschen pragmatischer. Und er ist seltener schwärmerisch oder er ist auch nicht immer so experimentell, wie ich ihn mir wünsche. Er ist auch manchmal weniger frisch und mehr auf der sicheren Seite, als ich es mir wünsche. Also ich wünsche mir diese Musik immer noch im Zustand des Aufbruchs. Und der Aufbruch findet manchmal in einzelnen Soli statt oder er findet in einzelnen Projekten statt. Aber er ist nicht mehr als eine Bewegung oder als eine ganze Strömung zu erkennen. Es gibt wie in der Literatur auch sehr viel Museales, sehr viel Rückwärtsgewandtes, sehr viel Restauratives in dieser Musik im Augenblick. Und das kennzeichnet diese schon lang währende Jahrhundertwende, dass sie, glaube ich, im Blick zurück stärker ist als in dem nach vorne.